Am ersten Date sollten die Männer zahlen oder die Rechnung geteilt? Männer, ja. Die Männer zahlen. Das sind die schönsten, die man sieht. Hello， 我係李倫。咁今日咧，我哋就會嚟玩殘酷二揀一。不過玩嗰個咧就唔係我，而係我德文班嘅同學。咁我今日咧就準備咗一啲題目咧，就分咗三個程度咧去問我嘅同學嘅。所以我哋就嚟睇下佢哋會點揀啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻開始。Das musst du entscheiden. Okay, so los geht's. Niveau 1. Bist du Team Cola oder Team Pepsi? Ja, Cola. Cola. Pepsi. Cola. Cola. Bist du Team Hunde oder Team Katze? Hunde. Katze. Für dein ganzes Leben nimmst du nur noch Kaffee oder Tee? Tee. Grün Tee. Ein Kaffee brauche ich. So, ein Kaffee pro Tag, ja. Kaffee natürlich. Kaffee mit Vanille.Ganze Leben, dann sicher mehr Kaffee. Besser Koch. Tee, aber kalte. Nur noch Brot oder Nudeln? Nee. Brot. Besser Nudeln. Brot. Ein Brot hier in der Schweiz so gut. Für dein ganzes Leben nur noch asiatische Essen oder europäische Essen? Ich habe nie asiatische Essen gegessen, also lieber europäische. Ja, europäisches Essen. Ein europäisches.Weil es mir einfach näher ist, ich kenne es besser. Asiatische, ich habe es sehr gerne. Ja, aber das ist im Feierabend oder im Festtage. Asiatische. Ja. Ja. Duschst du dich am Morgen oder am Abend? Am Abend. Am Morgen. Ich bin am Abend zu müde. Am Morgen. Lieber am Morgen. Ah, die ganze Tage. Muss duschen dreimal in den Tag. Dreimal? Ja. Das kann ich auch nicht genau sagen, weil...Ich dusche einmal pro Woche, ja. Nein, ich mache Spaß. Niveau 2. Hättest du lieber Englisch oder Deutsch als Muttersprache? Was ist logisch? Lieber Deutsch. Ich denke, das geht einfach. Ich habe Deutsch als Muttersprache. Deutsch. Weil ich denke auch, es ist einfacher. Englisch.Zu lernen. So, dann hast du schon Deutsch. Musst du auch nicht lernen, weißt du? Ja, vielleicht würde ich dann lieber Englisch als Muttersprache haben. Oh, echt? Mhm. Aber denkst du nicht, Deutsch ist viel schwieriger? Nein, glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, Englisch ist farbiger und hat sogar noch mehr Wortschatz als Deutsch. So, lernst du lieber die Grammatik oder die Vokabeln? Ich liebe Grammatik. Vokabeln sicher. Grammatik ist für mich spanischer Dorf.Grammatik. Es ist einfach zu lernen. Und wenn ich lerne Wortschatz, vergesse ich immer schnell. Ja. Grammatik? Weil ich habe keine Scheide. Grammatik. Wohnst du lieber im Dorf eine große Wohnung oder im Zentrum eine kleine Wohnung? In der Stadt. Lieber im Zentrum. Im Zentrum. Unabhängig von der Wohnung würde ich lieber im Dorf wohnen. Ich bin lieber auf dem Land als in der Stadt. Ich bin im Dorf. Ich bin geboren in.Wald und ich will auch sterben im Wald. Ja. Wenn die Sprache nicht relevant, würdest du in der französischen, deutschen oder italienischen Schweiz wohnen? In Basel. Basel. So deutsche? Ja. Also ich habe gehört, dass die italienische Schweiz sehr schön, ja vielleicht dort. Französische Schweiz. Ich habe gehört, auch meine Onkel dort, die Leute sind sehr offen, nicht so wie die deutsche Seite.Noch ein bisschen hier in der deutschsprachigen Schweiz, aber doch einmal im italienischen Teil, um zu probieren. Besonders wenn ich nur Wein trinke, dann möchte ich das. Wenn du wählen musstest, wirst du schön, aber dumm oder klug, aber hässlich? Natürlich klug und hässlich. So schön. Ja, lieber klug. Klug. Alles.Es hängt so, was du machst. Momentan denke ich, Brücken helfen mir mehr. Ja, doch, klug.
am ersten Date sollten die Männer zahlen oder die Rechnung gedeckt? Ja, ich schätze, es werden die Männer zahlen. Natürlich, Männer, ja. Dann ich treffe ihn nicht mehr. Ersten Date schön sind der Mindset. Danach können wir trennen, aber zum ersten Mal. Bei uns ist Frau muss unabhängig sein. Aber für mich, ich finde Freud, wenn die Männer einen guten Eindruck machen. Das sind die Männer zahlen. Vom Herz. Wenn die Männer lassen, die Frauen zahlen, dann zweiter Tag oder zweite Mal die Frauen, die kommen. Sollen die Männer zahlen oder die Rechnung gedeckt? Nein, ich kann das nicht sagen. Nächste Frage bitte. Thank you, Wooper. 遊論歐洲，留言請好。同埋分享出去。同埋近排昂攤。Level 3. Wenn du jetzt 10.000 Franken hättest, würdest du alles in Essen oder in Kleidung ausgeben? Kleidung. Was willst du kaufen? Uhren, Schuhe. Aber nicht fürs Essen. Weißt du, das habe ich dann alles auf der Hüfte. Essen. Ich gehe bei einer Filiale von McDonald's und ich sitze dort, bis das Geld fertig ist. In Essen. Nicht alleine essen, auch mit den Leuten da. Speziell mit den armen Leuten. Das ist schön. Willst du ein Jahr gratis Businessflug haben oder ein gratis Luxuswohnung haben? Sicherlich Flug. Flug. Wohin möchtest du fliegen? Mein Heimatland. Businessflug. Ich möchte gerne reisen, aber ich muss überlegen, du hast gesprochen nur den Flug. So, wenn ich mache das, ich muss dort bezahlen. Ja. So, lieber ein Jahr. Die Luxus waren bezahlt, die Miete hier ist so teuer. Kein Krieg oder keine Krankheit? Keine Krieg. Kein Krieg. Lieber keinen Krieg. Ich denke, mit Krankheit kann ich besser umgehen als mit Krieg. Kein Krieg. Keine Krankheit, das existiert. Es gibt Bakterien, es gibt Viren. Wir müssen auch leben, ja? Mhm. Aber Krieg ist blöd. Kein Krieg. Also Krankheit ist nicht unsere Entscheidung. Aber Krieg ist es die Menschenentscheidung. Ich denke, keine Krankheit. Krieg ist schlimm, aber Krankheit ist noch. So viele Leute sterben täglich wegen Krankheit. Und viele Kriege hat schon angefangen wegen Problemen. Wollen wir leichen und wir haben eine Welt ohne Krankheit? Die Leute sind mehr glücklich und machen keinen Krieg. Und wir sind alle hier ruhig. Keine Musik oder keine Farbe? Keine Musik und keine Farbe. Genau. Ich denke, das ist schwierig. Oh. Für mich keine Farbe. Und für mich ist besser in der Dusche nicht sehen, aber kann ich singen. Keine Musik. Ich denke keine Musik. Farbe für mich ist wichtig. Ich mag die Farbe von den Blumen, von den Pflanzen. Farbe ist schon von Natur. Am Anfang es gibt keine Musik. Das ist nachher die Menschen selber produzieren. Keine Farbe. Es ist mehr, es spricht mehr direkt zu Emotionen. Ich denke, man kann auch Schönheit finden in Grau. Nimmst du den Job, den du liebst, aber keine Ferien? Oder den Job, den du hast, aber viele Ferien? Ich denke, den Job ich hasse, aber mit vielen Ferien. Ja, der Job hat viele Ferien. Dann arbeite ich nicht so viel. Weil wenn du hast auch einen Job, den du liebst, aber keine Ferien, du hast auch keine Zeit für deine Familie. Was machst du, wenn du viel Ferien hattest? Wenn ich viele Ferien hatte? Ich bleibe mit meiner Familie, mit meinem Hund, der Welt zu schauen. Zu Hause bleiben. Zu Hause bleiben? Und die Job, welche ich liebe. Ich kann am Wochenende machen eine schöne. Wenn du liebst die Arbeit, dann du hast viel Ferien. Ich nehme den Job, den ich liebe. Das ist viel wichtiger. Wenn man mit Liebe arbeitet, dann ist die Arbeit nicht Arbeit, dann macht sie Freude. Und dann braucht man nicht so viel Ferien. Die letzte Frage. Entscheidest du dich, wohne in der Schweiz, aber arm, oder wohne in Nordkorea, aber reich? Lieber in der Schweiz. Gerechtet in Nordkorea? Das ist schwierig. Also ich bleibe beim Bekannten. Lieber in der Schweiz. Nein, in der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz. Ich denke hier arm, weil die Arme hier sind auch, sieht auch reicher aus.
Also ich bin in Schweiz arm. Ich bin jetzt auch arm in Schweiz und mir ist sehr gut. So, das ist alles. Danke vielmals. 好啦，咁問咗咁多條問題咧，知道你同瑞士人嘅選擇一唔一樣呢？歡迎喺留言度話俾我知啊！咁今日條片咧就到呢度啦，如果你中意嘅話咧，就希望你可以訂閱、贊好同埋分享出去。咁我哋下條片再見啦，拜拜。